Ciao. Philipp, es war schön mit dir. Philipp! Frau Sieber, Sie sind Vorsitzende des EU-Landwirtschaftsausschusses. Sie wollen EU-Kommissarin werden und jetzt führen Sie eine spektakuläre Kampagne gegen die Tabakindustrie, die in Ihrer eigenen Partei nicht unumstritten ist und durchaus als radikal eingestuft wird. Ich führe keine Kampagne gegen die Tabakindustrie. Ich versuche zunächst einmal, die Subventionierung des Tabakanbaus zu beenden. Denn den Tod zu subventionieren ist absurd. Und wer diese Absurdität beenden will, ist nicht radikal, sondern handelt vernünftig und im Übrigen Ben, auch ökonomisch sinnvoll. Die Frau mit der Handtasche. Ja, Ihr österreichischer Kollege im Ausschuss, der sagt, Ihnen geht es gar nicht so sehr um die Sache, sondern vielmehr darum, Ihre Karriere zu befördern. Herr Grassmanns Aussage ist verständlich, wenn man bedenkt, dass er in diesem Punkt näher an den Interessen der Tabakindustrie ist. Mhm. Danke. Hier ist deine Rede. Mhm. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Viertelstunde. Ich gehe nochmal raus, ja? Okay. Ich will allein sein. Kann ich meinen Job nicht machen? Ja, kommen Sie. Wissen Sie, als ich bei ihr angefangen habe, hat man mir Folgendes gesagt. Diese Frau ist sich absolut sicher in dem, was sie will und was sie nicht will. Und danach handelt sie immer. Und so ist sie. Ben, ich bleib hier. Gehst du vorne rum? Wo ist Juri? Er holt gerade einen neuen. Seiner tut's nicht mehr. Bodyguards wollte sie auf jeden Fall keine. Von Anfang an nicht. Die hat sich 2 Monate rigoros dagegen gewehrt. Und jetzt sagen Sie mir mal, was soll ich denn da jetzt machen? Frau Sieber? Ah! Oh! Polizei! Ben! Frau Sieber, bleiben Sie einfach liegen. Vorsicht. Ich werde einen Arzt besuchen. Hier, vielen Dank. Geht das? Einfach liegen bleiben, ja? Ben, er ist da vorne links. 1,85, graue kurze Haare, braune Jacke. Bleiben Sie liegen, bitte. Warna, du meine Güte. Ja, ist ja gut. Ich bin, tut doch nicht so, als ob ich schon fast tot wäre. Ja. Oh, so schön ist es ja gar nicht. Wir sollten auf jeden Fall ins Krankenhaus fahren. Ja, das machen wir auch. Na? Ich lasse mir von einem Irren nicht mein Leben diktieren. Und deshalb gehe ich jetzt da rein und halte meine Rede. Okay, dann lass eine Ringfahndung veranlassen. Alles klar. Gut. Ich bin nicht die heilige Johanna der Anti-Raucher-Bewegung und ich führe auch keinen heiligen Kreuzzug, auch wenn ich im Moment vielleicht ein bisschen so aussehe. Ich möchte nur, dass wir endlich aufhören, den Tod zu subventionieren. Und genau das machen wir ja. Noch vor wenigen Jahren hat die EU den Tabakanbau mit circa 1 Milliarde jährlich subventioniert. Diese Summe entsprach ziemlich genau der Summe, die die Gesundheitsminister im selben Zeitraum allein für Aufklärungsmaßnahmen gegen das Rauchen aufgewendet haben. Und das ist nicht nur verrückt, das ist völlig absurd. Am 9. November wird der Landwirtschaftsausschuss über eine Gesetzesvorlage abstimmen und sie dem Parlament vorlegen, die die sofortige und ersatzlose Streichung aller Tabaksubventionen zum Inhalt hat. Diese Vorlage
hat eine politische Signalwirkung. Und darum ist sie so wichtig und so entscheidend. Sie ist ein erster Schritt. Weitere müssen folgen. Alles in Ordnung? Ja, ja. Ich habe nur morgen frei. Da sind die Kollegen da, die es dann hoffentlich besser machen. Nein, ich bin froh, dass Sie da sind. Es tut mir wirklich leid, dass er uns entwischt ist, aber die Ringfahndung hat nichts gebracht. Weißt du, Philipp, ich hab... Naja, versagt? Nein, Philipp, das war nicht so gemeint. Ich ärgere mich einfach. Hey, jetzt hast du gerade einen Korb geworfen. Ja klar, die gucke ich mir immer sofort an. Ja, das sehe ich. Da habe ich dir so gut wie alles versprochen, stimmt's? Du bist noch reichlich jung, Philipp. Du kannst ja irgendwann in die Staaten fahren, aber... Ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast. Ist ja toll. Also vorletzten Sommer, um genau zu sein. Erstaunt sie, Mona? Hier sind sie. Die Asservatenkammer. Erinnert dich das an irgendetwas? Was wollen Sie? Mona, willst du das wirklich hören? Die Asservatenkammer im LKA. Wo du 500 Gramm Heroin gestohlen hast. Von den eigenen Leuten. So etwas tut man doch nicht. Schäm dich. Sie sind verrückt. Was wollen Sie von mir? Lass mich überlegen. Ah ja. Nee. Ah ja. Du kennst doch Frau Sieber. Siehst du, und genau die interessiert mich zufällig. Wir brauchen sämtliche E-Mails, vertraulichen Protokolle, die sich auf die Ausschusssitzung am 9. November beziehen. Möglichst auch die Namen der Leute, mit denen sie diesbezüglich telefoniert. Wir? Ich. Ich. Du kannst Frank zu mir sagen. Ah ja, und deine Dienstpläne, die brauchen wir natürlich auch. Ich werde sie anzeigen. Ja. Ja. Bitte, geh. Worauf wartest du? Du hast bis morgen Zeit, es dir zu überlegen, Mona. Philipp? Gut. Gut. Sehr aufschlussreich. Peter, ich kann ihn nicht zwingen, mit dir zu reden. Nein. Ich bin immerhin sein Vater. Du willst es nicht. Wäre auch gefährlich. Du könntest plötzlich die Kontrolle über alles verlieren, oder? Nicht das. Das ist ja das Praktische für dich. Ein Kind braucht einen unbedingt irgendwie. Dem muss man nicht vertrauen. Du hast dein ganzes Leben lang niemandem vertraut. Mir auch nicht. Was willst du? Wenn du mich plötzlich anrufst, mich dann gleich sehen willst, dann willst du was. Oder was ist passiert? Ich müsste mal an deinen Computer im LKA. Ich suche einen Mann. Ich weiß ungefähr, wie er aussieht, aber ich habe keinen Namen. Aus dem Drogenmilieu, aber du kommst ja in jede Datei. Was willst denn du da machen? Könnte ich einfach in eure Dateien sehen?
Vielleicht bist du ja doch blöd. Mist, irgendwo musst du doch stecken, du verdammter Scheißkerl. Es ist nach eins. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Ich komm schon klar. Wen hast du damals den Stoff weitergegeben? Heißt der Frank? Vielleicht habe ich ihn ja selber verhökert. Anfang, Mitte 40. Ungefähr 1,80, schlank. Hat braune, kurze Haare. Heißt der Frank? Weißt du, wenn du mir ein bisschen unter die Arme greifen könntest, dann vielleicht. Es muss ja nicht gleich so viel sein wie damals. Harte Zeiten jetzt. Ich habe das Zeug verkauft an den Typ, von dem ich normalerweise was beziehe. Und er ist ziemlich fett. Und Frank heißt er auch nicht. Ja, was soll der Scheiß? Was willst du? Okay. Der kam später. Viel später. Vor ein paar Wochen. Die wussten, dass ich den Stoff von einem Polizisten hatte. Und was wollte er? Er wollte genau wissen, deinen Namen, warum du verkauft hast und so weiter. Und dann? Ja, nichts. Böse wäre weg. Hallo? Du lügst. Du hast gerade gesagt, die wussten es. Wer die? Es waren zwei. Also dein Mund auf. Und hör auf, mich anzulügen. Da war noch einer unten im Wagen. Wer? Da ist doch nicht wieder ein. Hey. Edel. Schöner Anzug. Alles edel. Der hatte so ein Tattoo am Unterarm. Was für ein Tattoo? Ein Panther, so ein schleichender Panther. Ein schleichender Panther? Ach so. Und den hast du von hier oben gesehen, ja? Nein, nein, ich wollte mit ihm reden, irgendwie mit ihm ins Geschäft kommen. Du hast mit ihm geredet? Nein, 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 nein. Er war stinksauer, dass ich überhaupt unten aufgetaucht bin. Er wollte nicht, dass du ihn siehst. Bitte, du darfst niemandem sagen, dass ich dir davon erzählt habe, sonst bringen die mich um. Bitte, bitte, ja. Wenn dir irgendwann mal eingefallen ist, wie diese Typen heißen oder wo ich sie finde, dann rufst du mich an. Verstanden? Pass auf. Hier, wenn du mir hilfst, dann wird nie jemand erfahren, dass ich bei dir war. Wozu auch? Ich muss einfach wissen, wo ich sie finde. Verstanden? Philipp. Genau. So hieß er doch. Wie geht's ihm denn so? Er war noch ein Kind. Sie denkt, aber Bruno, du bist ein Misanthrop. Die Mehrheit ist nun mal sehr wackelig. Und wenn die Franzosen umfallen, dann... Ja, aber wenn wir uns mit Grassmann arrangieren können, ohne... Bruno, ich bin in 2 Stunden in Brüssel. Hast du einen Tisch bestellt? Du weißt, Grassmann liebt das gepflegte Ambiente. Okay. Tschüss. Was ist Galaxy? Galaxy?
Ein internationaler Mischkonzern, der unter anderem die Mehrheit an 4 der weltweit meistverkauften Zigarettenmarken hält. 3 Wochen, 18 Tage, um genau zu sein, ist verdammt lang, so eine hauchdünne Mehrheit zu halten. Sie haben eine halbe Amtszeit gebraucht, um sie überhaupt zustande zu bringen. Wenn die Franzosen umfallen, haben sie verloren. Aus und vorbei. Eine Abstimmungsniederlage können sie sich aber nicht leisten. Dazu haben sie sich zu sehr exponiert. Das beschädigt ihre Person. Herr Krasmann, Ihre Argumentation ist unklug. Ich habe Ihnen gerade einen Kompromiss vorgeschlagen. Ein Kompromiss? Dann brauchen wir überhaupt keine neue Vorlage einzubringen. Das sage ich dir. Ich habe Ihnen einen Kompromiss vorgeschlagen, an dem mindestens die Hälfte aller Kollegen im Ausschuss interessiert wären. Das könnte auch Ihren Ambitionen entgegenkommen. Schließlich wollen Sie EU-Kommissarin werden. Ja, aber sitzen noch mit Krasmann hier. Verstehe Sie nicht. Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Die Italiener und die Griechen haben sehr vernünftig. Italiener und die Griechen würden am liebsten noch viel mehr Tabak anbauen. Mit populistischen Tiraden gegen die angebliche Macht der Tabakindustrie macht man sich keine Freunde. Können Sie das nicht klar machen? Um EU-Kommissarin zu werden, brauchen Sie vielleicht die Unterstützung der Leute, die Sie hier düpieren. Herr Krasmann, ist das jetzt ein Angebot oder ist es eine Drohung? Wenn Sie so wollen, ein Angebot. Herr Krasmann, Sie überraschen mich. So offen wird es jetzt gespielt. Okay, keine langen Reden. Die schätzt Bodo sowieso nicht. Mhm. Bodo, Zeiten sind ziemlich beschissen und sie werden auch nicht besser. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Umso mehr, wo du von Jahr zu Jahr weiser wirst. Oh ja. Happy Birthday, Bodo. Dankeschön. Happy Birthday to you. Dankeschön, dankeschön. Auf das immer größer werdende Team. Ihr werdet ja noch eine ganze Weile bei uns bleiben. Hm? Ja, ist ja auch ganz schön hier. Ne? Ja, warte mal ab. Dengler? Hallo, Mona. Als Bulle bist du im Knast. Eine arme Sau, da machen sie dich fertig. Also, ja oder nein? Möchten Sie in meinem Zimmer telefonieren? Ja? Dankeschön. Hören Sie, so geht das nicht. Wir müssen uns noch mal treffen. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Du bringst mir was mit, Mona. Und schön sammeln. Wie die Eichhörnchen. Wir treffen uns dann übermorgen in Berlin. Ich sag dir dann noch wo. Hallo? Frau Sieber? Guten Morgen. Ah, das ist Till, mein Mann. Ja, nehmen Sie sich doch einen Kaffee. Ich bin gleich fertig, ja? Guten Morgen. Morgen. Weißt du, komischerweise denke ich ja, es ist gut, dass es jetzt bekannt wird. Letztlich war es ein Fehler zu heiraten. Naja, im Grunde waren wir einfach nur feige. Das heißt, ich zumindest. Ich war nicht feige, ich war berechnend. Immerhin bin ich dank dir ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt mit Klientel in besten Kreisen geworden. Ach, Till. Bist ein Zyniker. Ja? Steht das alles dafür, Johanna, die Schmierereien in den Zeitungen jetzt über dich? Keine Angst, ich bin verflucht, sehe. Politik ist ein Drecksgeschäft. Das Outing jetzt ist doch ganz gezielt eingesetzt, um dich zum Nachgeben zu zwingen. Oder damit du einen Kompromiss eingehst. Naja, vermutlich. Auf jeden Fall werden meine Freunde von Galaxy jetzt versuchen, das irgendwie zu benutzen. Auch wenn sie es nicht selbst initiiert haben. Aber sie werden das Gegenteil erreichen, du kennst mich. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann mache ich es. Und zwar ohne Kompromisse. Ich kann nicht anders, das bin ich. Auch wenn es manchmal nicht klug ist. Du magst sie. Wen? Ich weiß ganz genau, von wem ich rede. Ich sehe doch, wie du ihr guten Morgen sagst. Johanna, du bist verrückt. Haben Sie gelesen? Ich führe seit Jahren eine Scheinehe und bin in Wirklichkeit lesbisch. Letzteres zumindest trifft zu. Übrigens, die Termine heute werden sich ändern. Wir fahren zuerst in die Parteizentrale.
Der eine oder andere will vielleicht doch noch genaueres zu meiner Scheinehe wissen. Wie machen Sie das eigentlich mit den ewigen Terminänderungen? Soweit ich weiß, haben Sie einen Sohn? Der geht aufs Internat, ein Sportinternat. Ein leidenschaftlicher Basketballspieler. Fragen Sie ihn mal nach Shaq O'Neal. Kennen Sie den? Ist fast so berühmt wie Michael Jordan. Gemacht, was Sie wollten, aber ich mache es nicht nochmal. Wenn wir uns darüber einig sind, können Sie das hier haben. Aha. Was ist drin, Mona? E-Mails. Namen von Leuten, mit denen Sie wegen der Sitzung am 9. telefoniert hat. Zwei Protokolle. Nicht mehr? Mehr ging nicht in der kurzen Zeit. Du wirst es so lange machen, wie ich es dir sag. Nein. Ja. Und weißt du warum? Weil du es einmal gemacht hast. Geht immer um das erste Mal. Mona. Bei allem. Beim Fixen ist es ähnlich. Wie lange? Nichts für ewig, Monat, zwei, drei Mal noch. Wo schicken Sie das jetzt hin? Nach Italien? Wie kommst du denn darauf? Weil die Italiener ein Interesse daran haben, dass alles so bleibt, wie es ist, am 9. bei der Sitzung. Was du alles weißt, Mona. Wissen ist Macht, nicht wahr? Weiß ist der Schnee. Frag Philipp, der weiß das. Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe. Steig ein. Wir treffen uns Montag hier wieder. Aber dann ist es mehr Monat. Du hast damals das Heroin aus der Asservatenkammer genommen. Du bist ja völlig bescheuert. Weißt du, was du da gemacht hast? Du bist Polizistin, verdammt nochmal. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich bin keine Polizistin, ich bin seine Mutter. Er ist also süchtig. Du sagst es mir nicht. Hast es mir nicht gesagt, hast du versteckt von mir. Sein Dealer gespielt. Ja. Ja, ich habe seinen Dealer gespielt. Ich habe ihm das Zeug selbst gegeben. Das war wenigstens nicht dieser gepanschte Dreck, den es da draußen gibt. Das stimmt also. Was hätte ich denn tun sollen? Es ist vorbei. Seit einem Jahr ist es vorbei. Er ist clean. Ist er das? Wirklich? Wirklich? Woher weißt du es? Ist doch egal. Ein Kollege hat mir mal erzählt, dass er dich damals aus der Asservatenkammer hat kommen sehen. Lustige Anekdote am Biertisch. Nach dem Motto, hätte ja jeder sein können. Übrigens auch deine Ex. $500, warum so viel? Es war so abgepackt, in 500-Gramm-Beuteln.
Ich habe einen genommen, ich wollte da einfach nur raus. Philipp war seit 2 Tagen nicht mehr da. Er hat immer nur angerufen. Mama, ich brauche das Geld. Ich schulde denen was. Mama, gib mir das Geld, die bringen mich sonst um. Und immer diese Panik, Todesangst. Irgendwann habe ich nur noch gedacht, nimm dieses Zeug, zahl den Dealer aus und dann hört das alles auf und er kommt zurück. Und ich habe sauberen Stoff für ihn. Ganz sauberen Stoff. Und ich muss nicht mehr jeden Tag Angst haben. Das ist absurd. Ja, vielleicht, aber ich habe so gedacht. Den Rest wollte ich wegschmeißen, aber Philipp hat es entdeckt und an den Dealer weiterverkauft. Der erpresst dich jetzt? Er hat mich angesprochen vor meiner Wohnung. Er wollte mal testen. Ich war bei ihm. Es ist erledigt. Erledigt? So wie du das mit Philipp erledigt hast. Du warst doch nicht da! Du hast es doch nicht gesehen, wie es ist! Du warst doch nie da, von Anfang an nicht! Also habe ich es allein gelöst, ja. Du hast überhaupt nichts gelöst. Nichts. Du hast nicht zu Philipp gesagt, hör mal, du bist süchtig, jetzt haben wir ein Problem, dem müssen wir uns stellen. Nichts hast du gelöst. Gar nichts. Und jetzt? Ich will ihn sehen. Gut, ich sag's ihm. Peter, gib ihm etwas Zeit. Ich will ihn sehen, okay? Was willst du tun? Ich zeig dich an. Wir waren 6 Jahre verheiratet. Jetzt sage ich zu dir, ich zeig dich an und du... Es ist so traurig. Ich werde gar nichts tun. Peter! Und der Parteivorsitzende unterstützt Ihre Pläne, EU-Kommissarin zu werden? Oder gibt es auch Feinde in der Partei? Ob er mich wirklich unterstützt, werde ich in einer Stunde sehen. Was aber nicht heißt, dass es nicht auch innerparteiliche Feinde gibt. Haben Sie nie mit einer Frau geschlafen? Nein. Entschuldigung. Okay. Einer meiner Kardinalfehler. Zu direkte Fragen. Es gibt doch sicher eine Menge Firmen, die Ihnen Druck machen. Schließlich ist der politische Schaden für alle gleich groß, oder? Ja, es machen alle Druck. Alle, die auf dem europäischen Markt sind. Der einzige Unterschied ist, dass die einen bessere Lobbyisten haben als die anderen. Aber der Markt ist auch zu groß als... Entschuldigung. Ben? Mona, alles klar? Ich konnte nicht dranbleiben. Er fängt an zu überholen. Kannst du das Nummernschild erkennen? Ich kann sie nicht erkennen. Das Nummernschild ist verdreckt. Mona, pass auf! Alles in Ordnung? Nicht aussteigen. Bleiben Sie einfach im Wagen. Das ist kein Unfall! Versuch den LKW noch zu stoppen. Weiter! Weiter! Was ist passiert? Das ist nur ein Unfall. Okay, dann machen wir jetzt ein Picknick. Ist ja eine idyllische Gegend hier. Na, Moment. Ist Ihnen schlecht? Das ist nur der Schreck. Ist gleich wieder besser. Mona, wieso haben Sie gerufen, das ist kein Unfall? Irgendetwas hat Sie doch offensichtlich irritiert. Irgendeine Kleinigkeit ist Ihnen unnormal vorgekommen. Was war das? Na, überlegen Sie mal. Manchmal sind es nur die Kleinigkeiten. Er hat nicht angehalten.
Und das Nummernschild war nicht lesbar. Haben Sie in diesem Moment an den Angriff auf Frau Sieber gedacht? Hat es irgendeine Rolle in Ihrer spontanen Einschätzung der Situation gespielt? Ja. Mona, Sie haben gesagt, die Nummernschilder waren verdreckt. Ja, es waren ausländische Schilder, gelb. Also wären sie doch lesbar gewesen? Definitiv nein. Die waren völlig verdreckt. Das war kein Vorwurf, das war eine Frage. Der Mann, der Frau Sieber bedroht, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Einzeltäter. Vermutlich psychisch verwirrt. Dafür sprechen sowohl die abstrusen Drohanrufe als auch die Art des Angriffs auf sie. Man kann nach der Lage der Dinge nicht davon ausgehen, dass eine eindeutige Tötungsabsicht vorliegt. Wäre der Vorfall gestern ein geplantes Attentat, getarnt als Unfall, hätte man eine enorme Logistik gebraucht und Wochen zur Vorbereitung. Man hätte einen geeigneten Fahrer gebraucht, eine Legende für ihn, für den LKW etc. Außerdem hätte man Frau Siebers Termine ins Detail kennen müssen. Jemand aus ihrer näheren Umgebung hätte sie weitergeben müssen. Das ist alles etwas viel. Für mich folgt daraus, es gibt keinen Zusammenhang zu dieser Begebenheit hier. Widersprechen Sie mir bitte, wenn irgendein Fehler in dieser Argumentation ist. Nein, das klingt plausibel. Ja. Aber irgendetwas beschäftigt Sie. Stört Sie. Vielleicht ist das nicht der Unfall, aber was ist es? Nein, ich bin nur müde. Mona, Sie nehmen 2 Tage frei. Das ist eine dienstliche Anordnung. Philipp? Itchy-bitchy. Grüß dich, Mona. Es war gar kein Unfall. Ihr wolltet uns umbringen. Ich blute. Aber weißt du eigentlich, wie einfach es ist, jemand, der einmal an den Nagel gehangen hat, wieder anzufixen? Wenn es sich um einen Jugendlichen handelt. Jugendliche sind nun mal sehr labil! Was glaubst du denn, wie ich hier reingekommen bin? In die Wand oder was? Jetzt bekommst du Angst! Aber keine Panik, wir rühren ihn nicht an. Wir machen nur einen kleinen Deal. Du wirst weiter deinen Job tun, du wirst aufpassen wie ein Luchs, du wirst dich anstrengen. Nur am ersten nicht. Am ersten ist eine Veranstaltung. Hier im Grand Hotel in Berlin. Schuhe fix der Landwirtschaft. Und du wirst wegsehen. Ihr werdet wegsehen. Und für deine Kollegen lässt dir noch was Nettes einfallen. Ah, oh, Scheiße.
Es ging um Informationen. Es ging immer nur um Informationen. Nein. Ja. Denn sonst hängt dein kleiner Liebling bald wieder an der Nadel. Gut. Ich werde dich töten. Ja, geht natürlich auch. Aber mal angenommen, Mona, du tötest mich. Was passiert denn dann? Dann machen eben andere weiter. Wir sind alle austauschbar, Mona. Du genauso gut wie ich. Nur Philipp nicht. Der bleibt im Spiel. Also solange er noch lebt zumindest. Er bleibt natürlich im Internat und die üblichen Wochenendausflüge mit dir ausgenommen. Woher wisst ihr, was ich mache? Von diesem Typen mit dem Tattoo? Typen mit dem Tattoo? Schleichender Panther? Schleichender Panther. Schleichender Panther, wow, was für ein Name. Versuchst du herauszufinden, für wen ich arbeite, Mona? Soll ich es dir sagen? Und dann? Versuchst du dann einen kleinen Deal zu machen? Das wird nichts, Mona. Leben heißt Wandel und Wandel heißt Unsicherheit. Und das bringt jetzt nur mal die ein oder andere Veränderung mit sich. Ich wollte Philipp abholen. Sag mir mal lieber, was der ganze Scheiß soll. Eine reine Vorsichtsmaßnahme ist doch völliger Blödsinn. Wer sollte mir den Stoff andrehen wollen? Und wieso ausgerechnet jetzt? Du redest mit dem Direx, dass ich das Internat unter keinen Umständen verlassen darf. Das ist wie im Knast. Das ist total paranoid, weißt du? Was willst du überhaupt damit? Hör zu, Philipp. Wo ist dein Wohnungsschlüssel? Den habe ich verloren. Auf den Konzert von Seed? Nein, den hast du nicht verloren. Den hat man dir geklaut und mir gegeben. Woher? Was wollen die von uns? Ich kann das regeln. Du musst keine Angst haben, Philipp. Ich kann nicht schlafen. Komm her. Deinen Vater getroffen. Und? Was hat der jetzt mit dem ganzen Scheiß zu tun? Wir kommen alleine klar. Wir brauchen ihn nicht. Philipp, wieso beantwortest du seine Briefe nicht? Du liest sie nicht mal. Er ist dein Vater, er möchte... Was möchte er? Es interessiert ihn doch ein Scheiß, was ich mache. Es hat ihn noch nie interessiert. Oder ist er hier? Sein größter Fehler war, dass er mich überhaupt gezeugt hat. Das hat er selbst gesagt. Weißt du? Ihr redet zu laut. Ihr habt monatelang nur geschrien.
Jede Nacht. So lange kann man sich gar nicht die Ohren zuhalten. Das geht einfach nicht. Weißt du noch, Philipp, als ich uns ins Zimmer eingesperrt habe, als du weg wolltest in der ersten Nacht? Du musstest raus, Stoff besorgen. Hast du geschrien, dass du mich hasst und dass du die blödeste Mutter auf der Welt hast. Hör auf. Das ist nicht so gemeint. Ich weiß das. Hey. Man meint nicht immer das, was man sagt. Und dein Vater auch nicht. Guten Morgen. Wenn Sie fertig sind. Was, Sie stört mich. Können wir nicht einfach du sagen? Komm rein. Dauert noch einen Moment. Ah, bevor ich es vergesse. Für Philipp sind Autogramme drauf. Auch von diesem Jack O'Neill. Ist mir beim Weg gekullert. Nein, das will ich nicht. Okay. Heute Nacht habe ich von dem Unfall geträumt. Angenommen, der Unfall war gar kein Unfall. Das LKA hat versichert, dass es sich um einen ganz normalen Unfall gehandelt hat. Ja, es war nur so ein Gedanke. Dieser Verrückte neulich, das Outing, Kaffee? Sehr gerne. Ja, und jetzt dieser Unfall. Danke. Also, wenn ich hysterisch werde, dann sag es mir bitte. Nein, das ist nicht hysterisch. Das ist ganz verständlich. Was ist das eigentlich für eine Veranstaltung am 1. im Grand Hotel? Schon fix der Landwirtschaft. Klingt harmlos, ist aber absolut hochkarätig. Da erreicht man manchmal mehr als auf 5 Sitzungen. Siehst so nett aus, wenn du unsicher bist. Ich habe Ihnen prophezeit, dass die Franzosen letztlich doch noch auf meine Linie einschwenken würden. Sie werden gegen sie stimmen, Johanna. Sind Sie da ganz sicher? Ich werde in den nächsten Tagen mein Kompromisspapier vorlegen. Das klingt ja fast so, als wollten Sie mich demnächst als Vorsitzende beerben, Herr Grassmann. Johanna, Sie sind über das Ziel hinausgeschossen. Ihre Vorlage war von Anfang an überzogen. Wenn Sie jetzt nicht die Notbremse ziehen, stehen Sie am Ende ohne alles da. Auf Wiedersehen, Mr. Grassmann. Bodo, ruf doch bitte Barrian, ob er Zeit hat, mit uns essen zu gehen. Franzosen sind tatsächlich umgefallen. Thomas, je vous rappelle. Ein bisschen. Das bedeutet also im Klartext, Sie laden mich hier auf eine Currywurst ein und ich kümmere mich darum, dass ich meine störrischen Landsleute nicht querlegen in der Abstimmung, oder? Ja. Pardon, madame, monsieur. Ça va. Merci. Pardon. Mir läuft die Zeit weg. Die Abstimmung ist in 10 Tagen. Ja, aber ich gebe zu, das ist relativ knapp. Auch für mich. Pardon. Herr Mancinelli.
sehr erfreut. Wirklich? Ich unterscheide zwischen der Frau und der Idee dahinter. Die Idee ist falsch, in meinen Augen. Sie machen einen Fehler. Einen großen Fehler. Aber ich will nicht länger stören. Kennen Sie ihn näher? Kaum. Ich weiß, dass er ein internationaler Wirtschaftsanwalt aus Turin ist und unter anderem die italienischen Großgrundbesitzer vertritt. Graziano Mancinelli. Er gilt als, sagen wir wohlwollend, sehr hart. Er hat Verbindungen überall. Also mich erinnert er immer an Colina. Colina? Italienischer Schiedsrichter? Fußball? Nein? Da war doch noch ein Eingang. Hast du den gecheckt? Ja. Was ist denn eigentlich los mit dir? Du bist seit Tagen hypernervös, merkst du das nicht? Solltest dich vielleicht mal wieder ausschlafen, das hilft. Bist ja quasi selber schon ein Sicherheitsrisiko. Quatsch. Circa eine halbe Stunde sind wir am Flughafen, dann ist endlich Wochenende. Das war idiotisch von mir heute Morgen. Die Reaktion auf den Ball. Ich hab's nicht verstanden. Das ist alles. Er war rauschgiftsüchtig. Wer? Philipp. Ich hab's nicht gemerkt. Er war gerade mal 14, noch ein Kind. Da denkt man doch nicht an sowas. Er war stiller, schweigsamer, aber ich hab gedacht, das ist die Pubertät oder weil wir uns getrennt hatten, aber als ich es kapiert habe, war es schon zu spät. Irgendwann ist er nicht mehr nach Hause gekommen. Ich habe ihn gesucht. 2 Tage lang habe ich ihn gesucht. Und dann habe ich einen Entzug mit ihm gemacht, zu Hause. Ein kalter Entzug ist das Gewaltsamste, was du machen kannst. Aber das habe ich nicht gewusst. Ich wollte nur, dass es aufhört. Er hat es geschafft. Er hat Glück gehabt. Er war es ganz kurz dabei. Du bist sehr mutig. Nein. Es gibt einen kleinen See, eine Stunde von Berlin da. Da fahre ich morgen hin, wenn wir zurück sind. Bin öfters allein da, weil, komisch, Pension ist antiquiert, das Essen ist mittelmäßig, aber wenn ich da bin, ist es gut. Komm mit. Komm einfach mit. Ich denke, ich bin morgen wieder in Berlin. Ja. Na klar. Ich melde mich morgen wieder bei dir, ja? Schlaf gut, mein Großer. Ciao, ciao. Und alles okay bei ihm? Mhm. Mein Vater war Bankangestellter. Bankangestellter und Motorradfreak. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Aber ich habe ihn sehr geliebt. Als ich 6 war, hat er mich zu einem Ausflug mitgenommen auf seiner Maschine. Nur mich. Ich war unendlich stolz. Wir sind an einen See nach Österreich gefahren. An den Mondsee. Es waren 2 wunderschöne Tage. Am Abend wollte ich unbedingt Nudeln essen. Wir haben selbst gekocht, aber es waren keine da. Ich habe ihn angefleht, ob er noch welche holt. Und er hat gesagt, klar, für dich hole ich auch Nudeln, Mutter. Motte. Er hat immer Motte zu mir gesagt. Ja, und dann ist er losgefahren mit seinem Motorrad. Und ich habe gewartet. Die ganze Nacht. Er ist nicht wiedergekommen. Ein Unfall? Nein, er ist einfach nicht wiedergekommen. Ich habe ihn nie wieder gesehen.
Meine Mutter hat gesagt, dass er psychisch krank war, aber das habe ich damals nicht begriffen. Eigentlich ist es so wie die Geschichte von dem Mann, der eben mal Zigaretten holen geht und nicht wiederkommt. Nein, das weißt du. Es wird nichts. Du hast die ganze Nacht auf ihn gewartet? Ja. Himmel oder Hölle? Ich habe gar nichts reingemalt. Ist das, weil ich eine Frau bin? Vielleicht. Sind meine Kollegen? Du weißt doch, ich mag keine Leibwächter. Ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll, und das will ich nicht. Und ich will auch nicht, dass es dir genauso geht. Du bist meine Leibwächterin, vielleicht vermischt sich... Nein. Was hast du? Ich habe Angst. Warum, Mona? Wegen mir? Wegen uns? Das will ich nicht. Vielleicht ist es besser, wenn du aufhörst, für mich zu arbeiten. Nein, ich will nicht aufhören. Irgendwann. Ich weiß im Moment noch genau. Bin aus dem Büro gekommen, war auf dem Weg nach Straßburg, stehe auf der Straße, warte auf meinen damaligen Assistenten und plötzlich denke ich,
Du wirst nie Kinder haben. On the cold and gray Chicago morning, the poor little baby child was born in my ghetto. And his mama cried. To run, but he don't get far. And his mother cries. Scheiße, ist das kalt. Und in Turin sind 19 Grad. Blödsinn, Turin ist Norditalien, wir haben November. Ich hab da gerade mit ihm telefoniert. Mit dir. Nichts? Doch, du bist komisch. Den ganzen Tag schon. Ah, Marc, bonjour. Ich denke, heute Abend steht definitiv fest, ob meine Argumente überzeugt haben. Oh, schau, eine schöne Maserati. Genau diese Wagen hat Mancinelli. Ja, das braucht man vermutlich, auch wenn man so eine Glatze hat. Ich habe ihn gestern zufällig in Turin getroffen. Es war noch warm. Hat ein bisschen geklagt, allerdings nicht über das Wetter. Seine Klientel ist nicht glücklich über mich, ich weiß, ja. Seine Klientel. Du kennst die Geschichte von Großgrundbesitz in der Toskana? Nach dem Krieg hat die italienische Regierung armen sizilianischen Familien das Land geschenkt. Es war unfruchtbar, wertlos. Aber sie haben es geschafft. Manche sind reich geworden, sehr reich sogar. Warum erzählst du mir das? Es gibt Leute, die sagen, dass dieses Geld ist Teil der Mafia. Auch heute noch. Und das ist Mancinellis eigentliche Klientel. Verstehe, ja. Ich habe mein Handy im Wagen vergessen. Ich komme gleich nach. Warum spielst du mit mir? Ich kann diese Spiele nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich will sie nicht. Warum bist du so kalt von einem Moment auf den anderen? Ohne ein Wort, ohne eine Erklärung. Geh. Geh bitte. Es verletzt mich, verstehst du das nicht? Bitte geh. Was war denn das jetzt? Ich muss noch mal weg.
Du, nebenbei haben wir ja auch noch einen Job zu erledigen, ja? Wir treffen uns nachher im Grand Hotel, okay? Glauben wir nicht, dass wir uns kennen? Ich kenne Sie. Ich kenne Mike Fühler. Kannte. Er ist tot. Sah aus wie eine Überdosis. Sie wissen, wer ich bin. Ich möchte, dass Sie Ihrem Auftraggeber etwas ausrichten. Das Bankett heute im Grand Hotel. Es wird dort nichts geschehen. Sie werden Ihre Leute zurückpfeifen. Frau Sieber wird nichts passieren. Weder heute Abend im Grand Hotel noch sonst irgendwann. Überhaupt nicht. Und Sie werden diesen Psychopathen zurückpfeifen, der mich um meinen Sohn bedroht. Sie werden meinen Sohn in Ruhe lassen. Sie werden ihn nicht anrühren, nie. Lassen Sie uns in Ruhe. Sie werden uns in Ruhe lassen. Immer. Dafür lasse ich mein Wissen in dem Bankfach, wo es jetzt liegt. Das ist mein Angebot. Vielleicht müssen Sie ja in Turin anrufen? Mit Herrn Mancinelli sprechen, dann tun Sie das doch. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, aber wenn jemand Ihren Sohn bedroht, wie Sie das ja offensichtlich annehmen, dann wäre ich an Ihrer Stelle wirklich sehr vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig. Kinder sind ein Geschenk. Richten Sie mein Angebot aus. Wiedersehen. Das ganze Gerede hilft nicht. Sie ist ein unkalkulierbares Risiko. Ich weiß nicht, ob sie nur blöfft, aber einiges weiß sie definitiv, ja. Ich glaube, dass ihr Angebot echt ist. Ich habe das erstmal offen gelassen. Ja, aber das muss sehr schnell gehen. Sehr schnell. Schön, dass Sie da sind. Darf ich mich entschuldigen? Moment. Vorbereitenden Abend. Vajic. Wie geht's Ihnen, Mann? Also, das freut mich. Aber letztes Jahr ging es, glaube ich, nicht so gut, ne? Johanna, bonsoir. Ah, bonsoir, Marc. Et, tu vas bien? Na, alles klar bei dir? Ja. Bis jetzt bei mir auch, keine Probleme. Hast du irgendwelche besonderen Wünsche? Meine bezüglich der Sicherheit, nicht bezüglich des Essens. Aufpassen, das gefällt mir heute nicht. Auf. Passt auf das Personal auf. Thank you.
Gäste, liebe Freunde, und ich glaube, das darf ich mittlerweile sagen. Schurfix der Landwirtschaft. Unser illustres kleines Treffen mit dem nichtssagenden Titel ist nach mittlerweile 6 Jahren in 6 europäischen Hauptstädten ein Erfolg geworden. Und wenn Erfolg bedeutet, dass man etwas bewegen kann, dann soll es auch so bleiben. Guten Appetit und anregende Gespräche. Danke. Schönen Namen. Drinne? Sie sind eine große Gastgeberin. Marc, ich stehe wirklich in deiner Schuld, also wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Ja, du kannst mich zum Frühstück einladen. Ich hasse es, wenn man sich zum Frühstück. Entschuldigung, lass uns bitte fahren, ja? Gut, dann morgen um 9? Gerne. Zum Frühstück? Sehr gut, um 9. Gut. Angesichts des Triumphes. Schließen wir Frieden? Okay. Gut, es ist nur mein Triumph, aber... Ja? Welcher Triumph? Franzosen stimmen zu. Das war's dann für heute, oder? Ja. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt eine Sternschnuppe sehen würdest? Sag nichts, sonst... Obwohl, du hast ja keine gesehen. Als Barré vorhin gesagt hat, dass es ihm gelungen ist, seine Landsleute zu überzeugen, da wusste ich, dass ich die Abstimmung gewinnen werde. Im selben Moment weiß ich, was es sich gelohnt hat. Alles. Die Arbeit, die Anfeindung, alles, ja. Prost. Prost. Was würdest du dir wünschen bei der Sternschnuppe? Ich würde mir wünschen, dass mein Vater mir erzählt, warum er damals vom Mondsee einfach abgefahren ist. Was passiert ist? Das wollte ich sehr lange wissen, sehr lange. Was denkst du? Dass das gerade wunderschön war. Thank you.
kann sich natürlich auch erschießen, Mona. Gründe dafür gibt's genug. Wenn das jetzt zufällig mit den 500 Gramm rauskommt, dann deine Scheidung. Und überhaupt kann man in einen Menschen nie wirklich reinsehen. Da gehen ja die seltsamsten Dinge vor. Warum? Mona! Das weißt du! Komm, erinnere dich. Wissen ist Macht. Und weiß ist der Schnee. Und du hast nicht drauf gehört. Du oder Philipp. Einer von euch beiden setzt sich die Spitze. Bist ein freier Mensch, hast die Wahl. Wir gratulieren zu dieser Entscheidung. Mir schlecht. Komm, jetzt kotz hier bloß nicht rum. Und geht's wieder? Hier, nimm das zum Abbinden. Was hältst du die Spritze so krampfhaft fest, Mona? Wartest du auf den Moment, wo du sie mir reinrennen kannst? Komm, ich warte. Ja, brav. Komm, warte, warte. Jetzt aber erst ein bisschen anziehen, damit ich auch sehe, dass du getroffen hast. Da kommt nämlich unten ein bisschen Blut. Ist ein ganz besonderer Saft. Von wem ist denn das, Mona? Goethe? Ja. Ja, das ist Goethe, 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 Goethe. Komm, jetzt drücken. Ja, brav. Wunderbar. Ja, oh, das ist wunderbar. Und für dich sogar umsonst. Peter? Hier ist Mona. Ja, ich weiß, es ist sehr früh. Hör mir einfach zu. Ich versteh's aber nicht. Warum? Warum muss ich mit diesem Wichser nach Dänemark fahren?
Weil er dein Vater ist. Es ist doch auch nur für 1-2 Wochen. Philipp ist es sicherer. Du hast mir so ein komisches Zeug auf die Mailbox gequatscht. Warst du betrunken? Was habe ich denn gesagt? Alles Mögliche. Ziemlich wir. Von unserem Haus, als ich noch ein Kind war. Und dass du mich mehr liebst als dein Leben. Ja, das stimmt ja auch. Mom. Es tut mir leid. Du kannst nichts dafür. Philipp, du kannst nichts dafür, auch damals nicht. Es ist nicht deine Schuld, weißt du? Hi, Philipp. Hier. Da steht alles drin, was ich weiß. Auf Namen. Mach ihn erst auf, wenn ihr in Dänemark seid. Du musst tun, was du für richtig hältst. Du bist Polizist. Bitte. Du kümmerst dich um ihn, hm? Du musst dich um ihn kümmern. Versprichst du mir das? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Neulich hast du zu mir gesagt, dass ich noch nie jemanden in meinem Leben vertraut habe. Glaubst du, das weiß ich nicht? Wenn ein 14-jähriger Junge drogenabhängig wird, dann fehlt es ihm ja wohl an allem. An der Nähe, der Wärme, der Sicherheit und an dem Vertrauen. Das weiß ich. Immer, wenn ich Philipp sehe, immer. Ich hab's nicht gekonnt. Ist meine Schuld, weiß ich auch. Sie klemmt, du musst unten dagegen treten. Es wird schon gehen. Danke. Peter, warum machst du das? Was mein Sohn ist. Weil ich seit 2 Jahren denke, dass ich es falsch gemacht habe. Mit uns. Und Philipp. Sie wollen dich umbringen. Erst der Autounfall und dann im Grand Hotel und... Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ich hab's gewusst. Ich sollte wegsehen. Erst sollte ich nur Informationen besorgen. Und dann... Absurd. Das ist völlig absurd. Ja. Ich habe nur noch daran gedacht, dass sie gedroht haben, Philipp wieder an die Nadel zu bringen. Er,
allein sein. Warum hast du nicht mit mir geredet? Vorbei. Oh Gott. Mona. Mona. Wir brauchen einen Arzt. Ja. Fährst du mit mir und Philipp ans Meer? Ja? Ja? Ja. Gut. Ja.